Was geht ab, Champions? Wir haben schon ein bisschen was gedreht, ist auf jeden Fall lustig geworden. Das ist Österreich, Bande, Mafia. Wir gehen eine Runde wandern, eine kleine Runde. Lauf, Forest, lauf! Oh, das Tanja Bambo legt sich an den Schulausflug. Ja, heute ist Pokalfinale. Diese. Auf geht's. Champions, einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zur neuen Folge. Also ich mache mich gerade fertig fürs Auswärtsspiel, denn es geht heute für uns nach Ingolstadt. Das wird eine lange, lange Fahrt. Ich glaube, das sind ungefähr 7 Stunden Fahrt. Also es wird schon echt brutal sein. Deswegen habe ich mir jetzt auch schon was zum Frühstücken gemacht. Schaut euch das mal an. Ja, yeah. Also das ist einmal Toast mit Eier, Turkey Bacon, Avocado und Erdbeeren. Lecker. Werde ich auf jeden Fall jetzt gleich genießen. Dann geht's ab zum Treffpunkt. Wir treffen uns ungefähr in einer Dreiviertelstunde. Dort haben wir dann erstmal den Covid-Schnelltest, den wir dann machen. Anschließend dann die Videoanalyse und dann geht's von dort aus auch schon nach Ingolstadt. Also ich werde euch alle mitnehmen. Stay tuned, guys. Wir sehen uns. Hallo und guten Morgen. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Ich bin gerade vor dem Stadion. Hier ist unser Trainingsplatz. Der Rasen schaut top aus. Wir haben jetzt dann gleich Training. Nach dem Training geht es dann los nach Köln. Davor haben wir noch ein gemeinsames Essen. Und heute am Abend ist nur noch Corona-Test und Abendessen sowie, glaube ich, Besprechung. Und eine Runde Phase 10. Ich hoffe, ich gewinne, weil ich will auf die Siegerstraße dieses Wochenende. Also es muss mit Phase 10 beginnen. Sonst ist morgen Abschlusstraining im Stadion und am Sonntag ist Finale. Ich versuche euch so gut wie möglich überall hin mitzunehmen. Ich finde es sehr cool, dass ihr euch dabei habt und wünscht mir jetzt schon mal sehr, sehr viel Glück fürs Wochenende. Tschüss, bis später. Hallo ihr Lieben, so es ist Wochenende. Wir haben das Wochenende ja spielfrei, weil wir es leider im Pokal ja nicht ins Finale geschafft haben. Ich drücke natürlich meiner Laura die Daumen, aber Lena spielt ja auch, von dem her wird es sicher ein cooles Spiel. Ich bin bei meiner Family, Papa, und ja, wir gehen eine Runde wandern, eine kleine Runde. Das Wetter ist okay und ich glaube, es ist echt, was heißt wandern? Wir gehen so ein bisschen den Berg hoch, jetzt nicht unbedingt eine mega Wanderung, aber das ist eigentlich immer schön, wenn ich daheim bin, so ein bisschen, ja, nach oben zu gehen, von dem her. Auf geht's und ich nehme euch natürlich ein bisschen mit. So Leute, wir hatten heute schon Krafttraining und wir müssen jetzt noch für die Mannschaft was filmen, weil wir ja neu gekommen sind diese Saison und wir haben das noch nicht gemacht. Das machen wir jetzt und ihr seht schon hinten die ganzen Sachen. Ich bin ein bisschen nervös gerade, weil es echt peinlich wird. Und ja, ich nehme euch einfach ein bisschen mit. Hallo, wir sind jetzt in Köln, das ist mein Zimmer. Wir haben wieder Einzelzimmer. Wir haben jetzt gleich noch den finalen Corona-Test und dann gibt es Essen danach. Ich glaube, ich gehe dann noch ein bisschen spazieren und Physio natürlich. Also bis später. Hi Mom. Und? Anstrengende Wanderung? Nein. Ein Spaziergang. Ein Spaziergang. So, erster Pausepunkt hier. Da hinten sieht man den schönen Wolfgangsee. Wie gesagt, das ist jetzt nicht wirklich eine anstrengende Wanderung. Man geht so ein bisschen bergauf. Wir waren jetzt 10 Minuten unterwegs und dafür hat man dann diesen schönen Ausblick. Tada. So, Trinkpause nach der anstrengenden 20 Minuten Wanderung. Prost, Papa. Haben wir erst 20 Minuten? Natur pur. So, wir sind jetzt gleich am Allersee. Wir haben schon ein bisschen was gedreht, ist auf jeden Fall lustig geworden. Wir drehen gleich noch ein bisschen was weiter. Das Wetter spielt jetzt auch wieder mit, es hat gerade richtig geregnet. Und jetzt, wo wir zum Allersee müssen, kommt jetzt die Sonne raus. Perfektes Timing für das, was wir vorhaben. Ich darf leider nichts sagen, aber es wird richtig lustig. Oben angekommen. Ja doch, Schaffberg. Da ist irgendwo mein Haus. Schwer verdientes Essen. Und Weißbier. So Leute, ich bin jetzt hier im Hotel angekommen. Das ist hier mein Bett. Für uns geht es gleich runter zum Abendessen und da wird dann lecker mit der Mannschaft
gemeinsam gegessen und dann haben wir auch schon Freizeit. Ja, und dann bereite ich mich auch schon aufs Spiel vor und gehe dann ins Bett und ja, morgen geht's dann ab. Ich bin wieder zu Hause. Wir haben das Spiel 4-0 gegen Ingolstadt gewonnen und zwar in Unterzahl. Also wirklich sage, dass es einer der intensivsten Spiele war überhaupt. Also in Unterzahl zu spielen ist echt brutal und mir ist ja echt gut hingekommen. Ich bin mega stolz auf unsere Mannschaft. Dass wir das Spiel noch 4-0 gewonnen haben, ist echt, echt cool, muss ich sagen. So, zurück nach unten. Wie immer geht die Mama voran. Tada, danke. Home sweet home. Hallo und guten Morgen. Ich bin mit der Verena und mit der Gini unterwegs. Österreich, Bande, Mafia. Wir sind jetzt gerade eine Runde spazieren. Das ist der Park, das Wetter ist super. Und wir haben schon Frühstück gehabt. Um 12.15 Uhr haben wir Mittagessen und am Abend oder am Nachmittag haben wir dann Abschlusstraining im Stadion. Freut ihr euch schon? Total! Ja! Wow! Wow, wow, wow! Blumen? Weiße Blume? Blaue Blume? Vergiss man nicht! Vergiss man nicht! Blaue Blume? Lilane Blume? Dann haben wir Dotterblume? Ja, ich glaube, das war's mit der Blumenlehre hier aus dem schönen Österreich. Ich habe jetzt Freunde aus meiner Kindheit getroffen. Es ist immer schön, wenn wir uns wiedersehen, auch wenn ich jetzt länger weg bin, aber Freundschaft, die bleibt erhalten. Vor allem die da. Selbe Frisur, passt. Hey, Gustav, was geht? Das ist der Gustavine. Ah, das ist die Greta, sorry. Wir sind jetzt auf dem Weg ins Stadion. Verena, ready? Die zwei Seilturnerinnen sprinten. Das Tanja Bamolek, sie hat den Schulausflug. Im Stadion noch extra meine Premiumführung. Premiumführung für Tanja. Verena, we are back! Da! Ey, 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 ey! Franzo! Oh! Das ist das Stadion. Rasen, schaut gut aus. Hey, hey, nix da. Diese. Hey, 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 hey. Wir haben jetzt gleich Training um 15 Uhr, eine Stunde. Danach kommt dann Wolfsburg. Und hier oben, die Uhr schaut 60 Minuten. Ich freue mich schon voll aufs Training, der Platz schaut gut aus und die Mädels sind auch alle schon ready. Hallo. Denkt sie los, mir in Ruhe. Papa, fang ein. Nein. Wir brauchen eh was zum Essen. Nein, lass den, das Rehbogen, kleiner. Schaut, wie süß das. Tschüss. Warst zu langsam. Lauf, Forrest, lauf. Es ist 10:02 Uhr, Barbara Dunst, wie sind Sie gestimmt? Sehr gut, sehr positiv, noch sehr entspannt. Austria! Geh mal, geh mal! Noch sehr entspannt. Noch sehr entspannt, okay. Was steht jetzt dann am Plan? Wissen Sie das? Da steht jetzt noch ein Plan. Pulli da. Er ist schon ein bisschen nervös. Das ist die Gini, gell? Die ist besonders gerne auf der Kamera. So muss ich da. Die Gini ist meine persönliche Friseurin. Ich gehe dann noch Zöpfe machen. Gini, was haben wir vor? Ganz viele Zöpfe. Mehr weiß ich noch nicht. Okay, ganz viele Zöpfe. So Leute, heute ist Pokalfinale. Langsam werde ich nervös. Gestern die Tage hatte ich jetzt nicht so viel Aufregung. Aber ich habe einen super schönen Blick aus meinem Zimmer. Schön auf den Dom. Und ja, gestern waren wir ein bisschen in der Stadt und so.
Ja, heute geht's los. Gleich haben wir besprechen, dann wissen wir, wer spielt und wie wir spielen. Ja, ich kann es kaum erwarten, endlich, dass es losgeht. Von mir aus hätten wir auch gestern schon spielen können. Aber naja, dann packe ich gleich meine Tasche und dann fahren wir auch schon los zum Stadion. Also ich hoffe, ihr seid alle bereit. Und ja, bis später. Hallo! Es ist jetzt gleich soweit. Es geht jetzt dann gleich los. Wir haben in 5 Minuten Abfahrt. Ich packe noch meine Sachen zusammen und dann geht's ins Stadion. Ich freue mich riesig. Die Anspannung ist schon ein bisschen da, muss man schon sagen. Aber voll cool. Finale ist immer cool und wie gesagt, drückt uns die Daumen. Bis später noch im Spiel. Ciao! Leute, wir sind im Hotel wieder angekommen und here it is! Wir sind einfach Pokalsieger geworden! Crazy! Ich kann es einfach immer noch nicht glauben. Und ich bin einfach so happy gerade in diesem Moment. Und jetzt mache ich mich gleich fertig, gehe duschen und einfach ciao zum Abendessen. Und dann genieße ich einfach die Zeit noch mit dem Team. Wir müssen ja noch unsere Show machen, also wir neun. Und ja, ich bin einfach so... Oh, ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht realisieren, dass wir gewonnen haben. Oh mein Gott, Pokalsieger. Crazy. So, ich bin wieder zurück aus Köln. Wir haben ja leider 1-0 verloren. Wir haben ein ganz, ganz spätes Tor gekriegt in der Verlängerung, in der 119. Minute. Und ja, war voll bitter, war echt ein harter Fight, würde ich sagen. Es war sehr, sehr anstrengend. Die Mädels haben es aber super gemacht. Es war, glaube ich, so ein ganz cooles Spiel zum Zuschauen. Ich bin jetzt gerade bei Verena. Wir grillen jetzt dann. Deshalb die Soßen da hinten. und morgen haben wir frei. Wir sind heute vor 3-4 Stunden sind wir zurückgekommen. Wir hatten noch einen Corona-Test. Wir waren gestern noch im Hotel, haben noch ein bisschen zusammen gegessen. Und heute sind wir eben dann zurückgefahren. Verena. Hallo! Sonst steht jetzt noch das letzte Bundesligaspiel an. Das ist dann am Sonntag in München. Und ja, es war mega, mega cool im Finale zu spielen. Es war ganz anders ohne Zuschauer, muss man sagen. Leider war es ja diesmal so. Normal sind ja immer sehr, sehr viele Zuschauer, was das Ganze nochmal besonderer macht. Aber ja, es war einfach ein cooles Erlebnis. Bin super stolz auf die Mannschaft und... That's it. Mehr habe ich nicht zu sagen. Tschüss. So Leute, ich bin jetzt auch wieder zu Hause angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, was ihr gesehen habt. Ich habe euch ja ein bisschen mitgenommen, auch wo wir den Pokal bekommen haben und so. Also mir macht es auf jeden Fall unfassbar Spaß. Und ja, ich hoffe, ihr schaut die nächste Woche auch noch an. Und ja, one week more to go, würde ich sagen.